Na, dann mal reinspaziert, liebe Fußballfans. Wir melden uns live aus dem Stadion. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Euer Kommentatorenteam, wie so oft, Florian Schmitz-Sommerfeld. Und ich freue mich sehr, dass Jan Platte auch dabei ist. So, auf dem Programm haben wir heute für Sie ein Rivals-Spiel. Ja, die Fans sind schon sowas von heiß, Jan. Die machen hier schon richtig Bambule. Also, das wird mit Sicherheit eine interessante Partie. Das ist ein Duell, das wir immer gerne erleben. Oh, sie setzt sich da wunderbar durch. Ja, und auch die Flanke, kein Problem für die Verteidigung. Das ist also die erste Elf, der Football-Pies. Im Tor ist Alisson Becker. William Saliba spielt mit Virgil van Dijk in der Abwehr. Martin Ødegaard steht neben Pharrell Williams im Zentrum. Und vorne drin steht ein Duo im Sturm. Das sind die Elf, die hier heute auswärts was mitnehmen wollen. Tor Robert Sanchez. Ibrahima Konate spielt mit Alejandro Balde in der Abwehr. Rafinha steht mit Kefren Thuram im Zentrum. Nach vorne versuchen sie es mit einer Sturmspitze. Jetzt einfach mal der Abschluss. Gehalten, aber noch nicht ganz sicher. Gut geahnt, diesen Pass. Rodman. Morgan. Und sie versucht es einfach mal mit dem Anschuss. Und das war eine seiner leichteren Paraden. Griezmann. Ja, ich glaube schon, dass heute Maurice Swanson eine Hauptrolle in dem Spiel spielen wird. Sie geht heute ganz sicher mit einem sehr gesunden Selbstvertrauen in diese Partie. Drei Tore hat sie am letzten Spieltag gemacht. Ich bin gespannt, wie fantastisch. Das ist die Chance zur Führung. Da müssen sie immer noch aufpassen. Und der Angriff verpufft, kein sauberer Ball. Thuram. Perfekt verteidigt, nah am eigenen Tor. Rafinha. Antoine Griezmann. Ja, das ist ein dankbarer Ball. Und jetzt hat er hier die Führung auf dem Fuß. Parade immer noch gefährlich. Sonja Bonpastor. Ja, meistens nehmen die Zuschauer die Bilder von besonderen Toren mit nach Hause. Aber in diesem Fall möglicherweise auch Bilder von dieser Parade. Was für eine Rettungsaktion. Es steht weiter unentschieden. Balde. Rafinha. Rafinha schickt den Kollegen tief. Wichtiger Block. So, da kommt sie, die Ecke. Irgendwie an die Latte gelenkt, immer noch heiß. Ja, den kann sie klären nach dieser Ecke. Ganz knappe Kiste da eben. Das hätte die Führung sein können, aber der Ball landet nur am Alu. Griezmann. Und da ist es, das ist das 1:0. Das hat sich jetzt schon einige Zeit abgezeichnet. So, also jetzt 1:0 hier. Und mit dem Ergebnis geht's weiter. Marcus Rashford. Das spielen sie gut. Da spielen sich hier gute Chancen. Boah, und wie hechtet der den raus? Alisson, ganz lang gemacht. So, und jetzt kommt der Ball. Kriegt ganz schön Druck, aber holt sich diesen Eckball trotzdem. Sehr gut. Morgan. Oh, der Pass sieht gut aus. Und die Abwehr ist da. Sonst wäre es richtig gefährlich geworden.
Nee, weg ist der Ball. Griezmann. Antoine Griezmann. Die Chance, jetzt auf das Tor. Ah, da haben sie gut aufgepasst. Rafinha. Und Rafinha spielt in die Tiefe. Nee, und am Ende fehlt der Entscheidende. Griezmann, die goldene Gelegenheit. Morgen. Das ist ein gefährlicher Ball. Man versucht es einfach. Das war eine gute Parade. So, und jetzt der Eckball ausgeführt. Kommt hier raus, faustet den Ball weg. Gut gemacht, lässt hier weiterlaufen, den Vorteil. Ja, das Stellungsspiel ideal, Angriff beendet. Ja, das sind einfach gute Laufwege, immer jemand frei. Marta. Morgen. Ball im Aus, gibt Einwurf. Morgen. Martin Ødegaard. Das ist Zweikampfstärke. So, und das war's mit der ersten Halbzeit. Jetzt geht es hier weiter mit dem zweiten Durchgang. Oh, super Übersicht, sehr gut. Und dann fehlt doch ein bisschen was zu einer guten Chance. Nee, das war kein gutes Tackling, ein klares Foul. Und ich denke fast, dass sie dafür gelb sehen wird. Den Körper reingestellt und den Ball geholt. Oh, der Abwehr überlupft, der sieht sehr gut aus. Jo, das ist ein Freistoß. Und dann Rashford. Griezmann. Marcus Rashford. Das kann es jetzt sein. Ah, gefällt mir gut, wie sie hier den Ball holen. Oh ja, da könnte jetzt was gehen im Konter. Einwurf. Ah, steht da sehr gut im Passweg, hat den Ball. So, Abwehr ist gefordert. Die klopfen schon wieder an. Ja, das ist die Möglichkeit. Jetzt raus aus der Gefahrenzone. Und schon Griezmann. Pompastor. Der Ball soll jetzt zu Rashford. Nee, viel zu unpräzise. Schlechter Pass. Der Ball sieht super aus. Ja, wie viel Pech kann man haben im Abschluss? Die gute Möglichkeit zum Ausgleich und dann fliegt die Kugel nur ans Aluminium. Vielleicht die Chance für Rashford, mal über den Flügel zu kommen. Ja, und dann doch noch dieser entscheidende Ballgewinn. Gut gemacht.
Das spielen sie gut. Da spielen sich hier gute Chancen. Ja, das können sie noch konsequenter spielen. Rashford. Vorpass-Tor. Marcus Rashford. Griezmann. David Alaba. Sie treiben nochmal an. Finden Sie jetzt die richtige Lösung. Rashford, den macht er doch nochmal im Schlaf. Morgan. Park, der Zweikampf, gutes Tackling. Gelungener Zweikampf. Griezmann, die goldene Gelegenheit. Rodman. Und weg ist der Ball. So, sehr gut angeboten. Steht immer jemand frei. Das ist ein guter Ball. Da könnte was gehen. So, also im Zentrum ist gerade ein Gewusel. Ständig der Ball weg. Und der sieht gut aus. Und das ist super gehalten, das Ding. So, da gibt es nochmal einen Wechsel von der Bank. So, da kommt sie. Die Ecke. Vorpass-Tor. Marcus Rashford. Und den spielt er richtig gut. Sonja Vorpass-Tor. Rafinha. Noch 15 Minuten in dieser Partie. Ödegaard. Jetzt schauen wir auf diesen Angriff. Die Football Pass. Flanke ist da, aber kaum Räume. Oh ja, der Volley aus der Luft genommen. Oh, der wäre wunderschön gewesen. Was macht der Torwart da? Was ein Ballverlust. Oh, nimmt sie super. Und es fehlt ein Ticken. Dann ist das ein herrliches Tor. Ja, weil sie das Ding Volley nimmt, Schmiso. Fantastisch, der Abschluss. Sehr gutes, hohes Pressing. Ballgewinn. Bukayo Saka. Noch 10 Minuten, dann ist Schluss in diesem heutigen Spiel. Ah, macht das super. Idealer Zweikampf. Thuram. Sie treiben noch mal an. Wie viele Gelegenheiten bleiben ihnen noch, um doch noch auszugleichen? Nee, der Pass kommt nicht sauber genug. Schönes Zuspiel. Super im Zweikampf. Geht vorbei. Und das könnte sein. Den hat er, aber noch nicht ganz getippt. Schon wieder zu gut. Das ist überragend. Da wollten die Fans den Elfmeter und das hört man auch deutlich. Sie sind hier nicht zufrieden mit der Entscheidung. Ah, nee, das ist abseits. Timing passt nicht ganz. Ja, aber der Versuch natürlich gut. Kurz raus aus dem Abseits, um dann wieder zu starten, aber der Pass auch nicht optimal getimt. Über die Kette, klasse gesehen im freien Raum. Da gibt es nur diese eine Entscheidung. Freistoß kommt in die Mitte, in den 16er. Und der Ball ist weg. Erstmal bereinigt. So, die Nachspielzeit, eine Minute gibt es oben drauf. Sonja Vorpass-Tor. Sie gehen ganz früh drauf und belohnen sich hier. So, und da ist der Schlusspfiff. Das ist...
Spaß heute Abend. Was ein Wetter. Ihr habt alles richtig gemacht, dass ihr hier bei Fußball eingeschaltet habt. Wir machen uns bereit für den heutigen Doppelkommentar. Jan Platte und Florian Schmidt-Sommerfeld für Sie am Mikrofon. Ich glaube, das könnte spannend werden. Wir sind heute bei einem Rivals-Spiel. Die Football Pies gegen die Madlets. Also, das wird mit Sicherheit eine interessante Partie. Das ist ein Duell, das wir immer gerne erleben. Das ist also die... Oh, da steht sie gut, sehr gefährlich. Jo, Freistoß. Das ist gut gemacht, der hohe Ballgewinn. Und da ist es, das so wichtige 1:0. Früh im Spiel. Ja, alles klar, mit 1:0 geht's weiter. Sehr gut den Ball hier abgefangen. Griezmann. Das kann es jetzt sein. Torwart packt sich den Ball, bevor sie überhaupt abschließen können. Ah, das ist ein guter Zweikampf. Morgan. Und dann Martin Ödegaard. Ah, ganz sicher gehalten. De Jong. Und dann versuchen sie es auch. Der Ball rausgeforstet aus der Gefahrenzone. Alessandro Bastoni. Ben Godfrey. Kefren Thuram. Ja, gut gemacht. Ball geholt. Thuram. Boah, also im Mittelfeld ist gerade ganz schön Kuddelmuddel bei beiden Teams. Oh, kriegt sie den? Der sieht gut aus. Und wieder ist er drin. 2 Tore Führung. 2-0 steht's. Und jetzt geht's. Guter Pass wird vielleicht was. Was macht sie draus? Und das nächste Tor. Wow, wie im Rausch. 3 Tore Führung. Also, das könnte es ehrlich gesagt schon gewesen sein. 3-0, sehr deutliches Spiel. Und weiter geht's. Da sind viele Optionen gut freigelaufen. Nee, und den Angriff lassen sie dann doch liegen. Nicht ideal ausgespielt. Oh, die Abwehr überlupft. Der sieht sehr gut aus. Die Flanke ist gut, aber noch besser abgefangen. Sehr aufmerksam. Und kann hier den Ball mit der Faust aus der Gefahrenzone bringen. Swanson. Morgan. Klar, kleines Foul und Freischuss. Boah, ordentlich hingelangt. Wir schauen auf den Schiedsrichter. Das könnte eine gelbe Karte sein. Und der Ball zum zweiten Pfosten. Und der nächste Treffer. Die machen, was sie wollen. Spielen sie an.
liebe Fußballfans, ich begrüße euch ganz herzlich. Freue mich, dass ihr dabei seid bei der heutigen Begegnung. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld und freue mich sehr drauf, zusammen mit meinem Kollegen Jan Platte für euch am Mikro zu sitzen. So, auf dem Programm haben wir heute für Sie ein Rivals-Spiel. Ja, die Fans sind schon sowas von heiß, ja, die machen hier schon richtig Bambule. Da ist der Torwart da, bevor es richtig brenzlig wird. Das ist also die erste Elf. Der Football-Preis. Im Tor ist Alisson Becker. William Saliba spielt mit Virgil van Dijk in der Abwehr. Pharrell Williams steht. Die Chance für Rodrigo. Und den macht er. Das wichtige 1:0. So, also 1:0. Mal schauen, wie sich das aufs Spiel auswirkt. Das ist ein guter Ball. Da könnte was gehen. Jo, geht hier kein Risiko ein. Haut das Ding weg. Griezmann. Super Übersicht. Der ist gut in die Tiefe. Der Hansi hat viele Optionen. Läuft sich immer jemand frei. Schmeißt sich da rein. Malagusto. Griezmann. Und der passt wirklich von ganz weit weg. Ein absoluter Traumschuss. 2:0. Mal gucken, was das mit dem Spiel macht. Augusto. Jetzt kann es gefährlich werden. Und er haut sich da gerade noch rein und fällt diesen Ball noch ab. Und wieder bleibt der Ball genau dahin. So, und jetzt der Eckball. Wie gut kommt er? Ja, alles raus aus der Gefahrenzone. Lordman. Ja, das ist gut aufgebaut. Sieht gut aus. Vielleicht gibt es die Chance. Ja, geschickter Steilpass. Oh, das war eine richtig gute Chance. Aber am Ende, das letzte Wort hat der Torwart. Den hat er gerochen, den Ball. Ball war im Aus, gibt Abstoß. Ödegaard. Oh ja, das war ein guter Ballgewinn. Martin Ödegaard. So, jetzt schauen wir auf diesen Versuch. Ja, da ist nichts zu sehen irgendwie von aufgeben. Nee, die arbeiten dran. Die arbeiten am Comeback. Tor fehlt. Genau so ist es. Und wenn man merkt, auf dem Platz, spielerisch über außen, das geht gerade nicht, dann ziehst du halt auch mal ab. Finde ich gar nicht so schlecht, das genauso zu machen. Na, Laufwege sind gut. Da ist immer jemand frei. Und für Rodrigo. Der Abwehr ist voll da, holt sich den Ball. Den könnte er jetzt reinbringen. Stark gemacht, geht vorbei. Das ist richtig gefährlich. Alisson überragend diese Flugshow vom Brasilianer. Und er bringt die Ecke rein. Ne, der Kopfball, der macht hier keine wirklichen Probleme. Es ist schon beeindruckend, wie ich finde, wie sehr sie dieses Spiel unter Kontrolle haben. Das ist ein klasse Fußball, den sie aufführen. Sie haben viele Möglichkeiten. Sie haben reichlich was draus gemacht. Ja. Der Spielstand sorgt für strahlende Gesichter. Ja, das war souverän gemacht. Malagusto. Ne, Ball ist weg. Guter Pass, das könnte was werden. Und ein super Ballgewinn, so nah am Tor. Den holt sie den Ball mit einem Tackling. Seht sie da. Schön gehalten den Ball.
hier kann sie sich durchsetzen. Ja, das ist, wie du als Team verteidigen musst. Super ausgeholfen. Und dann der Ballgewinn. Federico Di Marco. Und da könnte was gehen. Klasse Ball in die Spitze. Virgil van Dijk entsorgt das Ding von hinten aus. Klasse Auge hier bewiesen. Also die wollen scheinbar gar nicht so richtig den Ball haben. Ja, diverse Optionen. Er kann sich aussuchen, wo er spielt. Nee, jetzt Foden. Alles so super Parade. Eckball in die Mitte, was geht raus? Ja, da machen sie jetzt nicht so wirklich viel draus am Ende. Guter Seitenwechsel. Haben sie gute Breite jetzt im Spiel. Ja, da stehen sie gut. Das ist eine richtig dicke Gelegenheit. Kommt da gerade noch ran und das wäre wahrscheinlich ein Tor gewesen. Gut entschieden vom Schiedsrichter, den Vorteil laufen zu lassen. Hilgarts. Vielleicht jetzt die Chance zu kontern, wenn sie schnell spielen. Hat dann im eigenen Strafraum gutes Stellungsspiel auf der letzten Rille. Und das war's. Haben den Pfiff gehört. Erste Halbzeit ist rum. Kurze Pause. So, Anstoß zur zweiten Spielhälfte. Der Ball kommt gut, kluger Pass. Oh, Chance vertan, das hätte was werden können. So, nur Abstoß. Und wir schauen runter, es wird gewechselt. Ah, da stehen sie gut im Passweg. Und war das die klassische Notbremse? Also Foul völlig klar. Ist es rot? Wir schauen auf den Schiedsrichter. Es wird Abstoß. Ah, weg ist der Ball von Nicolò Barella. Ja, interessanter Ball. Die Abwehr hat da keine Chance. Gefährlicher Ball jetzt. Und jetzt trifft er. Ins eigene Tor. So, dann ist er weg. Jetzt hat er den Gegner. Okay, nee, kommt nicht durch. Gut geblockt. Ja, abgezogen. Nicht ungefährlich. Ja, und der war. Na, das war ein Gimmel für den Keeper, wenn wir ehrlich sind. Saliba, da wird ein bisschen gepresst. Federico Di Marco. Sie könnten auch mal die Außenbahn bespielen. Ja,
sehr gut den Ball hier abgefangen. Und für Rodrigo. Und das sieht jetzt gefährlich aus. Super pariert diesen Ball. Ja, Martin Ødegaard schenkt hier mal die Kugel her. Es bleibt bei nur einem Treffer, den sie aufholen müssen. Der Rückstand überschaubar, weil Alisson da mal wieder sensationell reagiert. Malo Gusto. Vielleicht jetzt flanken. Ganz wichtig, dieser Ballgewinn im letzten Moment. Nein, der ist dann doch etwas zu weit. So, und jetzt drücken sie das Gaspedal durch. Die Abwehr braucht da, ist immer noch nicht gut formiert. Ja, das ist ein Foul, wird aber Freistoß. Minuten sind hier noch zu spielen, dann sind wir am Ende der regulären Spielzeit angekommen. Den schnappt er sich, den Ballangriff gut unterbunden. Mata. Oh, das war ein hartes Tackling. Das war kein guter Zweikampf. Das riecht ehrlich gesagt nach einer gelben Karte. Aus der Gefahrenzone. Sie haben jetzt bei dieser Ecke die Chance, die Führung zu erzielen. So, der Eckball kommt. Und die machen es wirklich! Jetzt liegen wir hier wirklich vorne. Das kann doch nicht wahr sein. Also wer hätte denen noch irgendwas zugetraut heute? Jetzt sind wir gespannt auf die Reaktion. Wie verdauen sie diesen späten Rückstand? Sie müssen schnell kommen. Und versucht es da einfach mal. Sehr geschickt, geblockt. Ja, da ist ein bisschen Platz zum Kontern. Ja, da ist der Ball weg. Das sah eigentlich in einem guten Konter aus. Wird nichts draus. Und sie liegen immer noch knapp zurück. Es fehlt nur das eine Tor. Wer übernimmt jetzt hier die Verantwortung? Rodrigo verliert den Ball. Telefon. Haaland. Da ist der Ball nicht ganz aufmerksam. Und da ist das Tor, obwohl sie ein Mann weniger sind. Wow! So, weiter geht's. Und ich bin mir fast sicher, das war noch nicht das letzte Tor. Es geht gleich weiter. Lange ist nicht mehr. Immer noch unentschieden, aber sie treiben nochmal. Vielleicht gibt das die Chance. 5 Minuten sind noch übrig bis zum Ende der regulären Spielzeit. Da ist es Foden. Der ist für Rodrigo. Das ist die Chance zur Führung. Boah, was bieten die hier für einen Kampf? Einer weniger. Aber sie gehen in Führung. Martin Ødegaard. Ja, da ist er erstmal vorbei getrennt. Nicky van de Veen. So, und die Nachspielzeit angezeigt. 1 Minute. So, und da ist der Schlusspfiff. Das ist... Entscheidend war heute dieser späte Gegentreffer. Wenn du dir so spät noch einen fängst, ja,
dann kannst du so ein Spiel eben nicht mehr drehen.